Da bin ich wieder heute mit einem ganz interessanten Thema. Aber bevor wir anfangen, wollte ich nochmal Danke sagen. Wir sind schon 65 Leute. Wahnsinn. Wir wachsen und wachsen und wachsen. Von Video zu Video. Das ist echt heftig. Bevor wir starten, will ich noch kurz Werbung machen für ein Mitglied unserer Community, nämlich für den Steve. Der Steve hat einen eigenen Kanal, die Kryptofreunde. Ui, das backt jetzt gerade. Die Kryptofreunde, und da filmt er sich selbst, wie er mit dem Kryptohopper Trading Bot 12 Monate lang tradet. Ja? Das heißt, falls euch Trading Bots interessieren, schaut unbedingt auf seinen Kanal, lasst ihm ein Abo da. Sympathischer Kerl, interessantes Projekt auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall beobachten und sich mal reinziehen. Ja? Gut, dann lassen wir uns gleich mal mit dem Thema starten. Also, falls ihr es schon in der Überschrift gelesen habt, ja, also das erste Fintech wurde in die regulatorische Sandbox der FMA aufgenommen. Was bedeutet das, ja? Also seit 1. September können sich Fintechs für die Regulatory Sandbox der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde bewerben, ja? Ein Fintech ist schon aufgenommen worden und ratet mal welches? Ja, Bitpanda. Bitpanda erhält eine Konzession als Wertpapierfirma. So, die Artikel werde ich euch alle in die Beschreibung packen. Also, wir gehen kurz mal die wichtigen Sachen durch. Genau, wie aus der Mitteilung der österreichischen Finanzmarktaufsicht hervorgeht, hat Bitpanda am 15. Februar eine Konzession als Wertpapierfirma gemäß dem Wertpapiergesetz WAG 2018 erhalten. Konkret ist es die Bitpanda Financial Service GmbH, die 2021 als Tochterfirma für künftig geplante Wertpapierdienstleistungen eingerichtet wurde. Ja, das bedeutet, bald können wir in Stocks und ETFs investieren über Bitpanda. Und ich habe auch den englischen Artikel von Krypto einfach auch noch rausgesucht, weil der ist dann noch ein bisschen darauf eingegangen, was das jetzt so genau bedeutet, halt auf Englisch. Aber ich werde es euch kurz übersetzen. What does this mean exactly? Also was bedeutet das genau? Bitpanda wird bald Stocks und ETFs listen, also Aktien und ETFs listen, mit geringen Gebühren, also geringere Gebühren als die normale Hausbank zum Beispiel oder ein normaler Broker. Dann Fractional Shares heißt, musst nicht eine ganze Aktie von Amazon zum Beispiel kaufen, du kannst nur einen Teil von einer Aktie kaufen oder nur ein Hundertstel, ja, zum Beispiel. Genau, 24/7 tradable, also auf den traditionellen Märkten ist ja der Markt geschlossen am Wochenende und in der Nacht, und da ist er halt 24/7 handelbar. Also du bist nicht auf irgendwelche Öffnungszeiten der Börsen angewiesen, um deine Stocks zu handeln. Exchangeable against every asset on the Bitpanda Plattform. Also es heißt, ihr könnt jede Aktie, jeden Stock gegen Kryptos handeln oder jeden Stock gegen ETFs tauschen oder Metall gegen Kryptos. Das kann man jetzt schon, aber Metall gegen ETFs, Metall gegen Stocks. Also gegen Aktien. Also das wird auch sehr interessant. 24/7 spendable over the Bitpanda Visa Card. Anscheinend wird man auch sein Aktienwallet, also zum Beispiel Tesla, jetzt verbinden können und dann mit der Bitpanda-Karte ausgeben können, was sehr interessant ist. Ja, genau, das hat er genau nochmal geschrieben. Theoretisch könntest du dir einen Cybertruck mit Tesla-Shares über deine Bitpanda-Karte kaufen. Ja. Genau. Was hat das für einen Einfluss auf den BEST-Token? Ja, bei BEST, der eine zentrale Rolle im Bitpanda-Ökosystem spielt, bedeutet es, dass neue Assets mehr Möglichkeiten für User bringt, die wiederum BEST kaufen, um Gebühren zu sparen. Das wiederum bedeutet, mehr BEST wird alle 3 Monate verbrannt, und das wiederum bedeutet, dass es einen positiven Langzeiteffekt hat, weil je weniger BEST,
desto höher werden wir klettern, schreibt er. Also, er meint, der Preis wird steigen. Gut, wie gesagt, die Links zu den Artikeln poste ich euch in die Videobeschreibung. Ich bin sehr bullish. Ich weiß jetzt nicht, wie sich's jetzt momentan auf den Preis ausgewirkt hat. Noch nicht so extrem. Vielleicht wird's das jetzt in den nächsten Tagen, wenn die Leute realisieren, was jetzt dann bald auf uns zukommt. Ja, genau. Dann machen wir noch kurz die Fragen. Ich habe hier nämlich eine bekommen, die hat eh was mit Best zu tun, deswegen machen wir die einfach gleich durch. Hallo Henry, ich habe versucht. Ja, wieso YouTube manche Fragen blockt und manche nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Manchmal muss man die Frage anders formulieren. Ich weiß nicht, welche Wörter er da rausfiltert oder keine Ahnung, ja. Also kommen wir mal zur Frage. Ich besitze seit 2019 Best. Ich erhalte aktuell jedes Monat um die 100 Best als Rewards. Wenn ich jetzt jedes Monat die Rewards über die Debitkarte auszahle, ist das Geld steuerfrei in Österreich? Wenn Best dann bei 3 Euro steht, habe ich somit jedes Monat 300 mehr zum Leben? Fragezeichen. Denke ich da richtig? Fragezeichen. Liebe Grüße und danke für die Videos. Also kein Problem. Das ist easy. Also seit 2019, das heißt, deine Bests sind steuerfrei. Zwar nicht die Rewards, die du jetzt als letztes in diesem letzten Jahr bekommen hast, aber der Grundstock, den du gekauft hast 2019, der ist nach einem Jahr schon steuerfrei. Genau, du erhaltest 100 Best im Monat, das wären bei 3 Euro genau 300 Euro, die du mehr hättest im Monat. Da hast du richtig gerechnet. Genau. Ja. Und wenn du immer nur die Rewards ausgibst, dann solltest du auch kein Problem haben mit den Steuern, weil du ja schon steuerfrei bist mit dem Betrag. Auch über die Karte. Ja. Die Karte macht es dir dann sogar noch günstiger beim Auszahlen, je nachdem, was für ein VIP-Level du hast. Aber mit 100 Best bist du jetzt noch kein VIP-2. Aber das wird sich vielleicht auch bald ändern, weil der Erik hat gesagt, sie arbeiten demnächst daran, die VIP-Levels zu ändern. Und da werden die Stufen runtergesetzt. Das heißt, Leute, die jetzt VIP-2 sind, sind vielleicht dann VIP-3. Müssen wir schauen, wie sie das ändern werden. Ja? Ich habe Zahlen gelesen von 100.000 und 10.000. Ich weiß jetzt nicht, ob sie diese Stufen nehmen werden. Wenn es so wäre, dann wären einige auf einmal VIP-3 und können sich freuen, mehr Cashback auf ihre Karte zu kriegen. Ja. Gab es sonst noch eine Frage? Ist es zu spät, Best zu kaufen? Ja, die Frage habe ich eigentlich schon beantwortet, glaube ich, mit dem Video. Ich glaube, es ist noch nicht zu spät, Best zu kaufen. Ich glaube, es geht erst los. Genau, ja. Wieso bin ich so begeistert von den Abos? Ja, wieso bin ich so begeistert von den Abos? Ihr müsst euch vorstellen, ich freue mich einfach, dass ich Gleichgesinnte finde. Meine Freundin ist nicht wirklich investier begeistert. Die belächelt mich immer eigentlich nur, wenn ich übers Investieren rede. Also jetzt nicht mehr so, aber wie ich angefangen habe vor Jahren und ich mit meiner ersten Dividende dahergekommen bin, hat mich meine Freundin ausgelacht. Ja, wirklich. Das war richtig deprimierend. Ja, gut. Das hat sich alles geändert mittlerweile, aber mit ihr kann ich noch immer nicht drüber reden, also brauche ich irgendwelche Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Und ihr seid mein Opfer sozusagen. Deswegen freue ich mich, dass das so gut funktioniert und wir da so gemeinsam wachsen. Ja, falls es noch Fragen gibt, haut sie in die Kommentare. Das nächste Video ist ein Polkadot-Video und wir sehen uns beim nächsten Video.